So, schon mal kann ich das nächste Video vorbereiten. Also schon mal einen Plan machen, wann ich als nächstes streamen werde. Du machst gerade schon mal dein nächstes Video und bereitest einen Stream vor, nicht wahr? Woher weißt du das? Wusstest du eigentlich, wie viel Zeit du mit YouTube investierst? Das ist langsam viel zu viel. Für dich, als auch für deine Gedanken und deinen Körper, obwohl ich gerade theoretisch deine andere Seite bin. Du machst gerade zu viel YouTube, das heißt auch Videos sowie Streams, als auch, dass du irgendwie ein bisschen durchplanst, was du machen könntest und vernachlässigst Schule als auch dein Basketballtraining, das gerade nicht wirklich als Basketballtraining stattfindet. Du machst einfach gerade zu viel. Um ehrlich zu sein, ist es mir schon sehr oft aufgefallen, aber dafür habe ich ja somit die 100 Abonnenten geschafft. Trotzdem nochmal danke. Das ist zwar schön und gut, aber du übertreibst es auch langsam. Letztens von den 5 Streams, die letzten 5 Streams, sind nur in den letzten 2 welche aufgetaucht und sonst ist ja gar kein Zuschauer aufgetaucht, da warst du schon frustriert genug. Dabei erinnerst du dich noch an deine Pokémon-Sucht? Die lebst du gerade wieder und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja, ich erinnere mich noch an die Pokémon-Sucht, in denen ich doch theoretisch von der Kanto-Region bis zur Kalos-Region einfach das Pokédex, in dem Pokédex einfach auswendig gelernt habe und auch die meisten Spiele davon besaß. Dann hättest du wenigstens etwas anderes zu tun. Denn du hast jetzt letztens Hard Gold bekommen. Und Pokémon Schwarz hast du schon die ganze Zeit. Jetzt bekommst du schon deine Lieblingsedition von Pokémon Schwarz, nämlich die zweite. Dabei würde ich dir empfehlen, lieber erstmal das zu machen. Und mit YouTube solltest du, ich muss es leider sagen, eine Pause einlegen. Das heißt, keine Videos, keine Streams und auch kein Arbeiten an deinem Kanal. Höchstens nur so Kommentare überprüfen oder sonst was. Aber ich habe am 25. Juni, das ja mein Geburtstag ist, in diesem Donnerstag, eigentlich einen Geburtstagsstream geplant. Vielleicht, aber ich muss es Das ja. ist mir egal. Du solltest es lassen. Ich würde dir empfehlen, du solltest dein zweites Mikrofon nehmen und schon mal anfangen, deinen Zuschauern zu sagen, dass du eine Pause einlegen wirst. Ja, da hast du keine so dumme Idee. Ich hole mein anderes Mikrofon und mach mich bereit. Das ist eine gute Entscheidung. Es stimmt, ich will eine Pause machen. Es ist langsam wirklich Zeit, dass ich das sage. Ich habe es eigentlich schon irgendwie geplant gehabt und es ist langsam wirklich Zeit, dass ich eine Pause jetzt nehme. Die Schule wird nämlich bald wieder beginnen und das heißt somit in der Schule drin statt Online-Unterricht. Und die Sache ist halt, es beginnt am 25. Juni, also 25.06., das ja auch mein Geburtstag ist. Da hatte ich sonst geplant, ein Geburtstagsstream zu machen, aber was ist, wenn das auch in die Panne haut? Wie vorhin gesagt, von 5 Streams sind jeweils nur bei 2 Zuschauer aufgetaucht. Und das hat mich schon teils geärgert. Natürlich habe ich nicht so viele Abonnenten wie Last Gaming oder sonst wer, aber trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe auch, also mir ist schon aufgefallen, dass ich auch zu viel für YouTube gemacht habe und es wird langsam Zeit, dass ich mir eine Pause nehme. Denn ich habe schlecht geschlafen, ich habe mich kaum auf die Schule konzentriert und manchmal sogar mein Training ausfallen lassen. Und deswegen ist es langsam Zeit, dass ich lieber mal wieder mein normales Leben aufbaue. Durch Corona ist es ja halt irgendwie komplizierter geworden. Und jetzt ist mal Zeit. Der Geburtstagsstream wird also nicht stattfinden. Ich werde mindestens 2 Wochen Pause machen oder vielleicht sogar nur eine Woche, keine Ahnung. Aber es kann auch sein, dass es sogar bis August oder sogar länger dauern kann. Ich weiß es halt nicht. Also würdest du sagen, auf unbestimmter Zeit eine lange Pause sein? Bei mir wird es erstmal eine lange Pause sein und ja, wir wissen halt nicht, wann ich wieder zurückkommen werde. Deshalb, ja, ich werde halt erstmal keine Videos machen, keine Streams, weder noch Veränderungen auf meinen beiden Kanälen. ATTV-Fragen stehen immer noch zur Verfügung, dass ihr welche stellen könnt. Es sind immer noch zu wenige. Und höchstens, was ich nur an Videos machen werde, ist bis auf dieses Video halt nur noch ein paar Let's Plays, die ich schon längst aufgenommen habe und halt nicht wirklich lange brauchen, um sie fertig zu kriegen. Es sei denn, die stürzen natürlich jedes Mal ab, das gerade passiert. Deswegen, mein Kopf ist gerade davon fix und fertig. Jedes Mal dieses nervige Abstürzen. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mit Verständnis. Ich habe schon krasse Videos jetzt schon hinbekommen, die gut angekommen sind von 2020 her.
Das 100 Abonnenten Special, das Best of mit Last Gaming, mein Kindheits Mario Kart, das zweite Mario Kart 8 Deluxe Video und noch viele, viele mehr. Und es ist schon was Besonderes geworden, auch mit den 100 Abonnenten. Ich hoffe, ihr nehmt es mit Verständnis auf und wartet dann auch hoffentlich, bis ich zurück bin. Ich denke, ich werde mit einem Video zurückkommen, wahrscheinlich ein Gameplay, wie immer. Und aber wann, habe ich eben keine Ahnung. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr nehmt es mit Verständnis. Und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal nicht und lasst bitte die Glocke aktivieren. Falls ihr ein paar Mitteilungen oder wenigstens Highlights aus meinen Videos sehen wollt, dann solltet ihr auf Instagram folgen. Beide Links in der Videobeschreibung. Ihr müsst nicht, ist keine Pflicht. Und wir sehen uns halt in einem Video, Stream, was weiß ich. In, keine Ahnung, was für eine lange Zeit. Auf Wiedersehen.